Und damit herzlich willkommen zurück hier im Train Simulator 2019 auf der Portsmouth Direct Line. Wir sind immer noch unterwegs mit der Class 455-8 auf der Fahrt nach London. Bis jetzt haben wir an jedem Unterwegsbahnhof gehalten. Und ich weiß nicht, ob das bis London so ist oder ob wir da doch mal irgendwo durchfahren, weil ja beschrieben war, diversen Bahnhöfen, das heißt ja nicht alle. Aber wir werden es sehen. Das nächste ist dann Wimbledon. Ja, Wimbledon, das sagt dem einen oder anderen was. Da finden doch immer die Riesen, diese Tennisturniere statt. Das ist jährlich ein großes Tennisturnier. So, jetzt werden wir aber erstmal wieder auf die 60 Meilen beschleunigen. Und wir sehen, der Nahverkehr hat ja eigene Gleise und die Fernverkehrsgleise, die verlaufen ganz rechts. So. Wir sollen in knappen 20 Minuten in etwa in London Waterloo Station ankommen. Okay, da vorne kommt wieder eine Zone, wo nur 30 gefahren werden darf. Oh, und hier, okay, das gelbe Signal betrifft uns. Ich muss mich ja daran gewöhnen, dass die Signale hier auf der linken Seite stehen. So, ach so, vor Wimbledon müssen wir dann auf diese 30 bremsen, okay. Dann werden wir das noch langsam mal tun. Die Geschwindigkeit hier auf die 30 Meilen reduzieren. Ist halt immer schwierig, manchmal diesen, gerade mit Nahverkehrszügen, dann hier diesen perfekten Bremspunkt zu treffen, ohne dass da zu viel Zeit verloren geht. Jetzt zum Beispiel haben wir das ein bisschen zu früh gemacht, die Geschwindigkeit hier zu reduzieren. So, nochmal ein Stück auf 0 und da. Jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es perfekt. Da können wir den nämlich wunderbar in den Bahnhof da einrollen lassen von Wimbledon. Vermute mal, dass hier irgendwo wieder ein Gleiswechsel ist und dass wir deswegen hier nur 30 Meilen fahren dürfen. Aber wir werden... Den Gleiswechsel haben wir hier nicht. Dann ist das wahrscheinlich wegen dieser Brücke, Tunnel oder wir fahren ja quasi jetzt hier, ihr seht es ja, unter einem Hochhaus durch. So, dann werden wir den Zug auch hier zum Stehen bringen. Und hier drüben fährt auch ein Nahverkehrszug ein, falls ihr es gesehen habt. So, wir sind leider, naja, durch das Anbremsen jetzt ein kleines bisschen zu spät. Aber trotzdem insgesamt gut in der Zeit. Und hier neben uns kommt noch wieder ein Zug eingefahren. Ist richtig was los hier, je näher wir in Richtung London kommen. Ihr seht, und der wird wahrscheinlich auch mit uns zusammen oder sogar vor uns abfahren. Eine Class 450, ne, der fährt jetzt schon ab, okay. Naja, wir sind da unten durch, da durchgefahren in dem Bereich. Sehen wir auch ein bisschen was vom Stadtteil Wimbledon. Und es geht aber schon weiter für uns. Und los geht's. Okay, das ist ein bisschen zu doll beschleunigt. Erstmal 30, dann wieder 40 Meilen. Earlsfield ist dann der nächste Halt, wo wir anhalten sollen. Also wir sind anscheinend, wir starten sogar anscheinend noch irgendwo auf halber Strecke zwischen Woking und London sind wir anscheinend gestartet. Ich dachte, wir fahren hier noch über Woking, aber das ist, scheint ja nicht der Fall zu sein. Wir sind irgendwo dazwischen, zwischen Woking und London Waterloo. Ja, Woking war ja der frühere Endpunkt der alten Portsmouth Direct Line, die es für den Train Simulator gab. Und Woking war damals, wo wir unsere erste Fahrt gemacht haben, auch der erste Halt auf der Fahrt von London in Richtung Portsmouth, wo wir mit der Class 444 gefahren sind. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. So 1,7 Meilen, das lohnt sich ja kaum zu beschleunigen. Ich frage mich mal, warum der Zug so doll beschleunigt. Jetzt kommt ein Anstieg. Ach, weil hier ein Betriebswerk ist, so wie das aussieht. Okay, das...
So, lass mal den Zug erstmal gemütlich den Berg hier runterrollen. Kostet natürlich alles ein bisschen Zeit, weil wir nicht die absolute Geschwindigkeit fahren. Ja. Na ja, komm. Okay. Legen schon mal die Bremse auf Stufe 1 an. Ich wollte ja hier keinen Geschwindigkeitsverlust oder sowas machen. Oder also, was heißt, wir wollen ja hier keine Geschwindigkeitsüberschreitungspunkte einnehmen. Das haben wir ja vor, im letzten Part schon gehabt. Auf einem kurzen Teilstück. So, und jetzt dürfen wir quasi vor unserem nächsten Halt nochmal richtig beschleunigen. Ob sich das wirklich lohnt? Naja, gut, vielleicht. So, da sollen wir ankommen in einer guten Minute. Ich glaube, das ist schon sinnvoll, da nochmal zu beschleunigen. So, das war wieder ein bisschen zu früh gebremst. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu früh, oder? Schauen wir mal. Na. Wir verlieren zu viel Zeit beim Bremsen. Aber wir sind noch gut in der Zeit. Wir sind noch gut in der Zeit. Mit etwas besserem Bremsverhalten könnten wir das sogar noch schneller hinkriegen. So, wichtig ist es ja, wie gesagt, dass der gesamte Zug eben auch am Bahnsteig stehen bleibt. Das ist, glaube ich, für die Punktewertung nicht wichtig, aber ich weiß, beim Microsoft Train Simulator war das ja damals so, hat man nur mit einem Wagen zum Beispiel am Bahnsteig gehalten oder an diesem Haltebereich, dann hat die Ein- und Ausstiegszeit extrem lange gedauert. Weil ja, also das war da sogar mit einberechnet. Ich glaube, hier ist das nicht der Fall, aber beim MSTS war das früher wirklich so. Dass wenn du dich dazu sehr verbremst hast mit einem Personenzug und den Ladevorgang begonnen hast, dann hat das länger gedauert. Wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. So. Da sehen wir nochmal unseren Zug. In seiner Pracht erstrahlend. Hier drüben fährt gerade noch ein zweiter ein. Und für uns geht es schon weiter. Ja, das ist halt Nahverkehr, Leute. Clapham Junction ist das nächste in 1,6 Meilen. So, wie viele Alte kommen denn hier noch? Ach, das sind ja nur noch zwei Stück. Da kommt nur noch Vauxhall. Oder eher Vauxhall und dann kommt dann Paddington. Okay. Haben wir es ja fast geschafft. Das ist ja sehr schön. Vauxhall ist ja auch, wie gesagt, ein Stadtteil von London. Und wenn... und Opel, das heißt ja, glaube ich, auch Vauxhall in... Oder hieß das... Nee, der hieß... Oder? Der hatte auch so einen komischen Namen, Großbritannien. Ja, ist halt schade, dass es hier im Raum London so Ruckler gibt. Das muss ich sagen. Das muss man ganz klar kritisieren. Das hatten wir ja bei der ersten Fahrt auch gehabt. Aus London raus. Das ist hier... schon auf dem Stück London Woking schon Performance-Probleme gibt. Trotz 64-Bit-Version. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Ja, warum beschleunigt der eigentlich weiter, auch wenn ich die Fahrstufen zurücknehme? Das verstehe ich nicht. Und jetzt bin ich wieder auf 2 und der beschleunigt nicht. Ja, das sind halt so komische Sachen, die hier eben auffallen. Ist das bei euch auch so der Fall? Gut, dann werden wir uns auch wieder langsam auf das Anbremsen vorbereiten. Was ja natürlich absolut fehlt im Nahverkehr, wie auch im Fernverkehr, das sind natürlich die Zugansagen. Gerade im Nahverkehr würde das gut passen. Und das ist ja, es ist ja technisch möglich. Es gibt ja viele Szenariopakete, wo man schon Zugansagen hat. Es gibt auch einige Strecken, wo gleich mit der Strecke schon Zugdurchsagen mitgeliefert werden, also Szenarien mit Durchsagen. Und das ist das, was Dovetail Games halt noch machen könnte.
So, und hier kommt schon der nächste Zug entgegen. Es scheinen also mehrere Linien unterwegs zu sein, die sich da irgendwo dann weiter hinten trennen. So, wir sind wieder... Oh, wir sind ein bisschen zu spät. Ich muss wahrscheinlich hier ein bisschen mehr riskieren. Und da kommt also wieder der nächste Expresszug entgegen. Oh ja, genau, hier zu ihrem Lauf verlaufen auch noch mal ein paar Strecken zusammen, ihr seht's. Also wir quasi noch mal auf so eine Hauptstrecke einfahren. Da fährt noch ein Zug, also hier ist einiges an Zugverkehr, da ist kein Wunder, dass das so relativ ruckelig gerade hier alles verläuft. So, der nächste ist dann 4 Minuten entfernt und der andere noch mal 4 Minuten, also wir sind wirklich kurz vorm Ziel. Mit unserer Class 455-8. Wie gesagt, ein Fahrzeug, was in den 1980er Jahren oder Anfang der 1980er Jahre gebaut wurde und vor allem eben auf der Southwest bei Southwest Trains im Einsatz ist im Vorortverkehr, aber mittlerweile eben auch teilweise durch modernere Fahrzeuge ersetzt wurde. Hier dürfen wir jetzt nur noch 50 Meilen fahren, okay. Hier die Einfädelung ist, so wie es aussieht. Wir machen auch mal hier einen Speicherpunkt. So. Und der nächste Halt ist dann in 2,5 Meilen Vauxhall. Das ist die längste Strecke, die wir jetzt mal ohne Halt durchführen. Oh, was ist denn das vor? Das ist ein Zug von einer anderen Gesellschaft, der anscheinend hier nur als KI dabei ist. Dürfen wir dann doch wieder 60 Meilen fahren? Okay, ich dachte durchweg 50. Dann ist das komisch. So, da fuhren dann 40. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir es pünktlich bis Paddington, ob wir das pünktlich bis London Waterloo schaffen. Entschuldigung, dass ich das hier verwechselt habe. Unsere Endstation ist die Waterloo Station in London und nicht die Paddington Station. So, jetzt sind wir sogar ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Okay, jetzt beschleunigt er nicht mal mehr bei Stufe 3. Das ist ja echt ein bisschen kurios manchmal hier. Ich muss ja so auf die Geschwindigkeit teilweise achten. Wer von euch ist denn eigentlich in der, mit einer richtigen Class 455 mal mitgefahren als Fahrgast? Schreibt das mal in die Kommentare. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Fahrzeug gemacht und wer war so im Raum London mal mit dem Zug unterwegs? Da würde ich mich gerne über eure Erfahrungsberichte freuen. So, jetzt werden wir aber erstmal hier auf die 40 Meilen abbremsen. Ja, muss ich jetzt einfach noch die, jetzt muss ich wirklich auf die zweite Stufe aufschalten, weil er das sonst nicht schafft. Vauxhall Bahnsteig 7. Okay, und ihr seht, wie viele parallel verlaufende Gleise wir hier haben. 8 Stück. Damit wirbt doch sogar das Spiel, dass man hier zum Teil 8 parallel verlaufende Gleise hat. Auf längeren Abschnitten. So, na dann werden wir auch hier anfangen mit Bremsen. So, in 30 Sekunden soll unser Zug zum Stehen kommen und die Türen sollen sich in 30 Sekunden öffnen. Planmäßig sollte machbar sein, zumindest im Zeitfenster auf jeden Fall. So. Okay, aber hier rollen wir, glaube ich, ein bisschen über den Bahnsteig wahrscheinlich hinaus, so wie es aussieht, oder? Ja, hier rollen wir definitiv leider darüber hinaus.
Oder schaffen wir das mit der ersten Tür noch? Das war halt dann wieder schon ein bisschen zu spät gebremst. Aber wir sind pünktlich in Vauxhall angekommen. Ja, die erste Tür kann nicht benutzt werden. Okay, das ist ein Bremsfehler von mir. So, machen wir noch mal ein schönes Bild für euch zum Abschied. Als Andenken, britische Nahverkehrszüge. Während da drüben wieder eine Baureihe 444 steht. Wo fährt der Zug hin? Müssen wir mal gucken, ob da was dran steht. Der fährt nach Weymouth. Weymouth, okay. Ich glaube, man, das ist ja auch sowas, was mir in diesen Dovetail-Game-Szenarien ja aufgefallen ist, auch bei den deutschen Strecken. Früher hat man ja diesen ganzen Zugverkehr eher, ich sag mal, auf Deutsch gesagt, freie Schnauze gebaut, den KI-Verkehr, also fantasievoll. Aber mittlerweile orientiert man sich auch nach den Fahrzeiten und nach den Fahrplänen, sei es in Großbritannien oder eben auch in Deutschland, dass man das ein bisschen als Vorbild nimmt und das, den KI-Verkehr und auch die Züge, die der Spieler fährt, eben dementsprechend ausrichtet, sofern das möglich ist mit den Fahrzeiten. Also das finde ich nicht schlecht. So, und alle sind eingestiegen und auf geht's. Letzte Etappe für uns in Richtung London-Waterloo. Das sind 1,2 Meilen nur und da sollen wir dafür 4 Minuten brauchen. Oder sind, wir haben gar keine 4 Minuten mehr. Ja, weil wir wahrscheinlich dann nur mit 15 Meilen einfahren dürfen in den Bahnhof, schätze ich jetzt einfach mal. Das dürfte da der Hauptgrund sein. So, braucht man den Zug dann eigentlich auch wieder nur rollen zu lassen. Jetzt geht es ja noch dazu bergab. Da muss man dann schon aufpassen beim Managen der Geschwindigkeit. Aber prinzipiell haben wir genug Zeit. Das sind jetzt nur noch 0,7 Meilen. Und wir haben an und für sich genug Zeit, um zumindest auch im Zeitfenster anzukommen. So, 0,3 sind Meilen, sind das nur noch, wo wir hier die Geschwindigkeit da auf 15 Meilen drosseln müssen. Ja, jetzt wird es dann doch ein bisschen knapp. Oh, 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 oh. Aber das sollten wir noch schaffen. Das schaffen wir noch locker. Das könnte nahezu perfekt werden. So, hier dürfte Stufe 1 dann, glaube ich, von ausreichen, um den hier ein bisschen wieder zu beschleunigen. 13,7 von 15 erlaubten Meilen. Und ihr seht, wie schnell das dann beschleunigt bei solchen Geringgeschwindigkeiten. So, das ist, glaube ich, ein Signal, wo wir Q drücken müssen. Nein, müssen wir kurioserweise nicht. Aber es sollte klappen, dass wir unsere Endstation London-Waterloo pünktlich erreichen. Ich mache mal den Mauszeiger weg. Ich hoffe, der hat euch jetzt nicht gestört. Das passt natürlich kurz vorm Ende des Videos. So. Da fahren wir ein. Bahnsteig 1, kommen wir an, okay. So, ist aber recht kurzer Bahnsteig, ihr seht. Und wir fahren ja in Doppeltraktion, also ein achtteiliger Zug. Na dann, gucken wir mal, dass wir vernünftig halten. Hier an der Waterloo Station. Da gab es auch mal, falls ihr das ganze PS1-Spiel Mission Impossible kennt, da gab es ja auch mal eine Mission und die spielte auch hier an der Waterloo Station. Na, wo man da so jemanden beschützen musste. Das war auch nicht schlecht. Da gab es sogar ein Level, was auch auf einem Zugdach spielte. Wieso habe ich jetzt eine eingeleitete Notbremse? Okay, es sind nur 2 Minuspunkte, aber gut. Wir sind in Waterloo angekommen. In der Waterloo Station.
Und lassen jetzt hier nur noch die Fahrgäste aussteigen. Also für die Notbremse bin ich vermutlich selbst verantwortlich, weil ich jetzt hier den Wender schon auf neutral gestellt habe. Ja, junge Dame, die Damen, habt ihr... Nee, Discman haben sie nicht auf, also irgendwie aussteigen, Herrschaften, was ist mit euch los? Gefällt euch der Zug so gut oder habt... Oder... Schlafen die oder sind die in Trance? Sie steigen jedenfalls nicht aus. Unsere Fahrgäste steigen nicht aus. Die finden den Zug und unsere Fahrt so schön. Die wollen doch wieder mit zurückfahren. Ich weiß ja nicht, ob der Zug zurückgeht oder ob der dann ins Betriebswerk geht. Keine Ahnung. Oder ob das wie in Deutschland ist, dass die Züge quasi Fahrtrichtung wechseln. Also alles fertig machen, dass die Fahrtrichtung gewechselt werden kann und dann geht es wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wie das in Großbritannien ist oder ob die nach jeder Fahrt erstmal in die Inspektion gehen, gerade an so großen Bahnhöfen. Wenn das jemand weiß, kann er das natürlich in die Kommentare schreiben. Szenario abgeschlossen, wir kriegen wieder Punktzahlen, 993 Punkte erreichen wir hier. Ein bisschen was durch Geschwindigkeit abgezogen und etwas durch die Notbremse am Ende. Aber wir bekommen trotzdem den goldenen Stern, den ihr jetzt hier bewundern dürft. Dieses Szenario sind wir gefahren, das war der Zug... 2J601B54. Okay, liebe Leute, aber damit sind wir mit dieser Fahrt fertig. Wir sehen uns dann im nächsten Part in den USA wieder. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, euer Felix, der Weise.